Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Space Engineers. So, wir sind quasi schon sehr, sehr nahe am Mond. Ich kann das mal zeigen. Wir befinden uns quasi weniger als 50 Kilometer an der Basis von der guten Unicorn und weniger als 25 Kilometer von STC Mondstation. Wer war denn hier STC? Fraktionen? STC Space Tech. Der Chor. Der gute Chor ist da. Okay. So, wir müssten dann langsam auch in die Gravitationsreichweite des Mondes kommen. Und dann werden wir uns ein schönes Landefleckchen aussuchen. Ich habe mir da schon so halbwegs was ausgesucht. Und zwar zwischen der Unicorn und dem Chor. Irgendwo dort werde ich landen. Und ich sehe von hier aus schon das Eis. Was natürlich sehr gut ist. Dann können wir da unsere Eisvorräte ein wenig auffüllen, denn unsere Eisvorräte sind geschrumpft. Und zwar auf nur noch 288.000. Das ist nicht mehr viel. Ich bin gerade am Überlegen. Na, ein bisschen Eis, wenn wir dann schon noch übrig haben. Für unsere Flaschen, dass wir die auch kontinuierlich auffüllen können. Sie entdecken. Irgendwas habe ich entdeckt. Ich könnte natürlich auch lustigerweise einfach bei der Unicorn einfach mal vorbeifliegen. Die wird sich bestimmt auch wundern, so, ein Schiff? Nanu? Wenn sie denn zu Hause ist, das ist immer so das andere, ne? Ach, die ist gerade unterwegs zum Herrn Pizzi. Na, warte mal, da muss ich sowieso GPS. Das hier kann man löschen, so. Ja, unterwegs habe ich nicht mehr viel gefunden. Ich hatte hinten nochmal Gold und Platin gefunden in 60 Kilometer. Ne, 60 Kilometer Entfernung ist nochmal Gold. STC SAT Mondfutur. Ah, okay. Deshalb hat er die Satelliten hier hochgeschickt, dass man so einen 360-Grad-Blick vom Mond hat. Okay. Das ist auch nicht schlecht. Ich habe mir ja neulich mal eine Doku über den Mond angeguckt, ne? Da ist es ja mal richtig heiß, ne? Ich glaube, das waren um die 140 Grad, was du dann tagsüber auf der Oberfläche hast. Das ist nicht gut. Also kriegst du ganz schnell einen Sonnenbrand. Sie entdecken Clan Constructors. Was ich nicht alles entdecke. Ah, das ist dieses CLCS, glaube ich. Clan Constructors. Special Engineering. So, werden wir uns auch in einen Krater begeben? Nee, ich glaube nicht. Wir gehen in keinen Krater. Ach, die Unicorn ist jetzt schon bei ihm, aber das ist ein ganz schönes Stück gewesen. Da ist der Mars, der Alienplanet. So, ich bringe mein Schiff schon mal in eine von mir geeignete... geeignet empfundene Landeposition, muss ich ja sagen. Ne? So. Und dann, wenn wir unten gelandet sind, werde ich auf jeden Fall direkt beginnen, ein geeignetes Bohrschiff zu bauen. So, wir haben immer noch keine Gravitation. So, ich wähle den Krater da vorne. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Schub nach vorne geben. So, und ich habe noch keine Signatur von irgendwelchen Erzen entdeckt. So, wir sind innerhalb einer Gravitation. Haben noch 1900 Meter. Ich schalte mal eben schnell den Gegenschub an. So. Dann können wir von mir aus weiterfallen. Da vorne scheint aber irgendwie was zu sein, ne? Sieht so komisch aus.
Oh, was haben wir denn? Gold, Eis, Nickel und Platin. Ausgezeichnet. Ich glaube, der Landepunkt ist gut. So, das heißt, wir öffnen die Schleuse. Fahren unser Fahrwerk aus. Hallo? Ah, jetzt. Machen natürlich einmal Licht an. Gehen dann langsam mal runter. Oh, da hat, glaube ich, schon wer gebohrt, wie das aussieht. Aber ist egal. Silber, Silizium, Magnesium, Eisen, Nickel, Kobalt, Eis, Platin. Kann ich da vielleicht ein bisschen näher an Platin ran? Ja, das werden wir definitiv brauchen dann. Da muss ich zur Not halt ein bisschen mit der Hand bohren. Aber das stört ja in erster Linie mal nicht. So, jetzt langsam. Setzen können. Freunde, wir sind auf dem Mond gelandet. So. Okay, 0,25 G. Aber das ist die normale Anziehung vom Mond. Wir brauchen jetzt momentan hier keine Helm zu. Wir brauchen jetzt momentan hier keine Schwerkraftgeneratoren. Airvent Nummer 2 war das. Der steht auf Entlüften. Das ist ja interessant. Aus. Okay. Hätte mir eventuell auch zum Verhängnis werden können, ne? Aber naja. So. Der O2 ist hoch. Ach, weil ich meinen Helm geschlossen habe wahrscheinlich, ne? Denke ich mal. Aber wenn ich jetzt hier öffne. Kein Sauerstoff, okay. So, Platin. Wir werden uns jetzt erstmal schön Platin organisieren. Ich habe keine Sauerstoffflasche dabei, aber Hydrogen. Oh, das ist ein Stückchen bis zum Platin. Wo war es jetzt? Ja. Da fühlt man sich doch wieder an den Anfängen, Freunde. Wenn man noch per Hand irgendwelche Materialien holen muss. Ja, bis ich da beim Platin bin, da vergeht jetzt aber ein bisschen. Die gute Unicorn hatte ja Gold verlangt. Vielleicht hat sie ein Bohrschiff, wo ich sage hier, ich gebe dir 1000 Goldbarren, dafür gibst du mir dein Bohrschiff für eine gewisse Zeit. Das wäre, glaube ich, ein ganz guter Tausch, oder? Weil man sagt, alles klar, hier hast du 100 Goldbarren für, also 10 Goldbarren pro Minute. Und dann kann man hochrechnen. Weißt du, wie so ein Leihwagen. Überhaupt noch das, ja, das Ende.
Platin, diese Richtung. Dann bauen wir uns nochmal in diese Richtung. Ich habe jetzt natürlich auch keine Ahnung, wie das Platin in der Verarbeitung ist. Ich glaube, es war sehr langsam. Aber das sehen wir dann alles. Das erste Platin, was wir selbst abbauen, weil wir haben ja damals 500 Platin geschenkt bekommen, wir erinnern uns. Also eine sehr nette Geste war. Und wenn wir dann hier mal ein bisschen autarker unterwegs sind, sagen wir, alles klar, wir können mit einem kleinen Bohr, können wir uns jederzeit überall Eis besorgen. Wir haben genügend Eis, wir haben genügend Ressourcen, dann können wir hier auch mal die einzelnen Stationen von den Leuten abfliegen, die gerade online sind und dann ein bisschen Handel treiben. So, ansonsten mache ich mit dem Mond jetzt einfach das, wofür er eigentlich schon sein Leben lang steht, für den Schweizer Käse. So, 13 Meter, jetzt müsste ich doch langsam hier mal beim Platin ankommen. Ist das Platin? Platin, Tatsache. Stein nehmen wir natürlich auch mit. Da kriegen wir alles andere mit raus. Ja, Mensch. So, das ist aber eine ganz schöne Strecke, die wir jetzt hier zurücklegen müssen. Über 200 Meter. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob mein Raumschiff eine Sauerstoff... Ja, es hat eine Sauerstofffülle. Das heißt, ich kann hier meinen Helm öffnen. Das ist natürlich toll. Das gefällt mir. Hui. Oh. Hui. So, pass mal auf. Wir schmeißen jetzt hier mal rein. Was haben wir denn? 7000 Platin. So, dann müssen jetzt beide Raffinerien laufen, ne? Genau. Bin ich mal gespannt, wie viel Platin draus wird. 04. Naja. Wir fangen jetzt auf jeden Fall an und bauen einen kleinen Bohrer. Ich habe mich dazu entschieden, einen kleinen zu machen. Hier ab und zu mal die Energie aufladen. Und ganz wichtig, eine Sauerstoffflasche mitnehmen. Sollte ich vielleicht machen. Ihr bleibt mal hier. Die ist gut und die dazu. Helm natürlich schließen. Der Stromverbrauch, der sitzt. Nanu. Der sitzt natürlich höher, weil unsere lebenserhaltenden Systeme viel mehr powern müssen. So. Das bedeutet, wir brauchen als allererstes einen Landefuß. Ich hätte ihn aber gerne einen kleinen. Genau so. Achso. Landefuß in klein. Und ein paar Stahlplatten, die können wir uns aber so holen. So, nehmen wir uns mal so 20 oder 30 mit. Oder mal 55, so. So, zack. Steht ein bisschen schief, ne? Möchte ich gerne nicht. Haben wir hier genügend Platz? Jo. Aber ich kann theoretisch auch hier hinten hin, weil da muss ich nur nach oben fliegen, um mein Material abzuholen. Hier so. Hier oben. So, ein Füßlein. Achso, designertechnisch. Was machen wir da? Machen wir da Carbon? Clean? Frozen? Oh, Frozen ist natürlich schön. Frozen Armor. In einem dezenten Blau. So, weil es ja der Mond, ne? Da ist ja auch nicht besonders warm.
So. Hä? Was war denn das jetzt? Ich habe gar nicht geklickt. Geh weg. Geh weg. Ich nehme meine Stahlplatte wieder. So, lass mich mal kurz ein klein wenig nachdenken, wie ich das am allerbestesten baue, dieses Gerät. Das wird auf jeden Fall keilförmig werden. Ein keilförmiger Bohrer. Durchgucken müssen wir nicht. Das bedeutet, wir gehen da einfach dann ein Stück raus mit ein paar Röhren und werden dann dort die Bohrer anbauen. Das heißt, wir bauen uns hier ein Cockpit her. Normales, ein Fighter oder so ein Industriecockpit. Ich wäre eigentlich schon fast für das Industriecockpit, weil es so lustig aussieht. Zack. So, dann hätten wir das. Hinten dran bauen wir. Warte mal, da bauen wir kleine Förderbänder, brauchen wir dafür. Machen wir 4 Stück. Ja, genau, 4 Stück sollten erstmal reichen. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist sehr früh eine Energieversorgung, weil sonst verschwindet uns das ganze Ding hier irgendwann. Und ist weg. Möchte ich natürlich nicht. So, dann kleine Förderbänder. Zack und zack. So, daran kommt jetzt Batterien. Gibt es die Azimut-Batterien denn für das kleine Schiff? Das wäre natürlich mega. Das ist es nicht. Azimut. Oh, die gibt es für die Kleinen. Sehr schön. Und dann schauen die so aus. Okay, dann würde ich sagen, machen wir... zwei Stück. Zack. Zack. So, weil dann haben wir nämlich hier schon mal die Energieversorgung dran. Dann schauen wir mal kurz rein, was das Ding überhaupt speichern kann. Das kann maximal gespeicherte Energie 3,24 Megawattstunden, das ist gut. Dann würde ich da eventuell jetzt noch ein Solarpanel draufbauen. Oder zwei. Damit wir da schon mal ein bisschen Energie vorab speichern können. Kennt man ja von mir. Haben ist immer besser als brauchen, sagt man ja auch, ne? So, zack. Dann stellen wir die hin. So, und oben drauf nochmal eins. Sollte uns dann theoretisch beim Bau nicht besonders stören. So. Auslastung ist ganz gut. Vollständig aufgeladen in 8 Tagen. 7 Tage. Okay. Können sie machen. Sehr schön. So, dann müssen wir natürlich einmal von hier nach vorne gehen. Oh. Ist es gleich Server Restart? Naja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Mache ich heute 5 Minuten länger und dann bastle ich hier ein bisschen weiter und dann passt das schon, Freunde. Ne? Würde ich mal sagen. Ich brauche jetzt dann auf jeden Fall das hier und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, weil dann gehen hier nämlich einmal die gebogene nach vorne. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6.
So. Brauchen wir dann nochmal 6 Stück. Käse kleines. So, Ziel ist es, also das, was ich mir gedacht habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier vorne dann quasi einen Keil reinzubauen, wo ich einfach komplett reinfräsen kann ins Erdreich und dann ganz gemütlich rein und raus kann. Nicht mehr diese senkrecht vor, sondern jetzt in der waagerechten. So, das heißt, hier kommt dann so eine... Ach, geht das mit dem Bohren überhaupt? Das ist jetzt eine gute Frage. Okay, zur Not muss ich da ein klein wenig anders hantieren. Aber das kriegen wir alles hin, Freunde. Dann kommen hier erst nochmal 2 so Verbindungsrohre. Oh. Oh, jetzt schon. Ach du meine Güte, das geht ja ratzfatz. Mhm. Dann gehen wir mal schnell tanken. Da schaut's gut aus. Und dann brauchen wir noch kleine... Ich hätte mir vielleicht... Das könnte ich eigentlich noch machen... Hier einen ausfahrbaren Konnektor mit hinbauen. Der quasi dann, dass ich von hier unten dann arbeiten kann. Das wäre, glaube ich, ganz cool. So, dann machen wir hier außen dann nochmal. Machen wir da schon? Nee, da machen wir keine Frachtcontainer hin. Da machen wir erst nochmal hier normale Förderbänder hin. Aber so viel verbrauchen wir jetzt auch nicht. Da müssen wir eher wegen der Energie wieder runter. So, dann nehmen wir auf jeden Fall mit einen Sauerstoffgenerator. Der muss sein. Wie wird denn der angeschlossen? Der wird so angeschlossen. Und wieso kriege ich den da nicht hin? Also. Ein kleiner Sauerstofftank. Ein kleiner Sauerstoffgenerator. Ich wollte das nicht färben. Das war so nicht gedacht. So. So, 7. Der kann so hin. Obwohl, der könnte dann ganz nach hinten zum Andocken. Oder man macht ihn... So, zum Andocken dran. Kriege ich den da noch ran? Den würde ich rankriegen, aber dann... ja. Wegen dem Verbinder. Das muss ich dann anders machen. Dann kommt erstmal der Sauerstofftank. Sieht aber auch... Ah, okay, der hat auch so einen Anschluss. Warte, machen wir das so. Dann kommt das nochmal weg. So und so. Genau. So und so. Upsa. So, ja gut, Freunde. Wir sind schon wieder... Überlänge. Ich werde hier noch ein bisschen weiter basteln und nach dem Server-Restart sehen wir uns dann wieder. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs dabei sein und fürs Zusehen. Und natürlich wünsche ich euch wie immer nur das Beste. Macht's gut und Tschüssikowski.